Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Batman Arkham City. Jawohl. Hier geht's rein, kleines Schwein. Jawohl. Na dann, weißt du irgendwas über Protokoll 10? Klingt gruselig. Ja, ich habe gestern mit Professor Strange telefoniert. Aha. Er hat mir gesagt, was macht Batman hier? Oh, cool. Cool. Das wird lang. Einmal eine geile Waffe. Jawohl. Und schnelle Mr. Freeze Bombe ist ja noch besonderer. Aha. So cool. Da habe ich mir mein kleines eigenes Floß gebaut. Was kann ich hier? Cool. Aha. Naja. Gezielter Free Flow. Egal, ich werde hier trotzdem mal das hier weitermachen. Einfach weil ich nicht weiß, was das hier alles lohnt und bringt und klatsch. Hier was gebracht, nicht? Ich habe gerade gehört, dass mein Dad in das Rathaus beordert wurde. Strange hat darum gebeten, dass das Notfallprotokoll 10 in Kraft gesetzt wird. Weiß Gordon, was Protokoll 10 ist? Es ist eine Sicherheitsmaßnahme nur für den Notfall. Strange hat dem Stadtrat gesagt, dass es ihm nicht gelungen sei, den Einsatz illegaler Waffen im Gefängnis zu unterbinden. Diese Waffen hatte er besorgt. Er hat es die ganze Zeit geplant. Es sieht ganz danach aus. Bei ihm klang es so, als würden die Gefangenen einen Massenausbruch und einen Angriff auf Gotham planen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Schön, dass wir jetzt wenigstens wissen, was hier abgeht. Halbwegs. Der Arsch hat das alles geplant. Logisch. Ich meine, ja, voll logisch, ey. Aha, cool. Ich bleib einfach mal hier. Ladida. Alles abgeht. Boah, das war knapp. Weg von der bösen Schraube.
Uah. Mein Gott. Sag mal, hast du den Joker gesehen? Ja, er sah okay aus, nicht wahr? Ja, aber was zum Teufel ist da passiert? Gestern sah er noch aus, als würde er verrecken. Und heute alles bestens. Was? Aber er hustet ja noch. Hat er Heilmittel gefunden? Keine Ahnung. Ich hatte nur gehört, dass die Ärzte ihm nicht helfen können. Quinn ließ mich wegen des Heilmittels sogar eine Ärztin foltern. Ned, was hat sie gesagt? Kurz vor ihrem Tod hat sie immer noch gesagt, dass es kein Heilmittel gibt. Danach war nicht mehr viel. Ist auch egal. Er ist zurück. Der Joker ist zurück. Ist ja gut. So, jetzt lassen wir uns da fließen, bevor die Frauen uns treffen. Versuchen, die Gangster hier zu erwischen. Batman! Es ist Batman! Au. Oh, der Lolli. Na, gehst du angreifen? Alter. Ah, fickt euch doch. Ich reiß dir das Rückgrat raus. Ich baller dir die Beine weg. Lasst ihr mich bitte in Ruhe den hier verprügeln? Boah. Du wirst hier sterben, Batman! Bam, you. Boah, so eine knappe Scheiße. Guten Abend, Soldaten. Hier ist General Kane und ich melde mich mit einem kurzen Statusbericht aus Arkham City. Wie ihr sehen könnt, er sieht allgemein wieder gesund aus. Ich sehe besser aus als je zuvor. Ich höre euch sagen, wie kann das sein? Bekomme ich auch was von dem irren Heilmittel? Verdammt, ich will antworten! Jetzt! Schade. Also es ist so. Antworten befriedigen auf Dauer niemanden. Manchmal muss man sich auf Enttäuschungen gefangen machen. Du Clown, ich denk kann leider nicht ans Telefon. Nehmt zum Beispiel eure Lieblingsgeschichte. Gemeinsam habt ihr alles gut. Wollen wir denn so nichts essen haben da? Ihren Zufälle und dann... Denk daran, dass du einen Job zu erledigen hast und dafür sorgen musst, dass es im Stahlwerk keine Fledermausplage gibt. Macht das glücklich? Ergibt das Sinn? Wieso endet das alles in der Kirche? Ihr Jungs braucht nur eins zu wissen. Ich bin zurück und ich werde bleiben. Jetzt schnappt es auch wieder. Knarren, Jungs. Wir müssen einen Ausbruch planen. Jawohl. Keine Gefahr. Ja, egal jetzt. Er gibt ein bisschen an. Ich werde jetzt mal erklären, wie es aussieht. Der Joker gewinnt. Du und dein Boss, ihr verliert. Wir wollen natürlich, dass Joker auch weiterhin gewinnt. Also wirst du uns alles, was du weißt, über die Pläne von Two-Face erzählen. Darauf hast du vermutlich keine Lust, schon klar. Daher werden wir dich auch überzeugen müssen. Es ist Batman! Hier neben Harley. Boah, das ist so gemein. Hilf mir bitte! Ich kann dir helfen. Ach, schade. Retten von mir. Wie auch immer ich das gerade geschafft habe.
nichts antun. Sind wir Freunde? Kann ich das hier gegen dich einsetzen? Bam, voll gegen die Fresse. Los! Och, schade. Wer hätte damit gerechnet? Batman rettet mich. Das war wohl dumm. Was gibt's hier drin? Gar nichts. Scheiß drauf. Oh! Hey, das war so klar. Arschgesicht. Greift mich gerade von hinten an. Ich hasse solche Menschen. Erst hilft man denen und dann fallen sie einem in den Rücken. Nicht so besonders gewesen. Ja, Alter, so besonders ist das jetzt nicht. Ich habe mich ins Kamerasystem des Rats gehackt. Die Ratsmitglieder kommen zurück. Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Sie sagen Strange, dass sie von ihm sehr enttäuscht sind und nie gedacht hätten, dass Protokoll 10 irgendwann aktiviert werden müsste. Aber sie haben ihm die Erlaubnis dazu gegeben, oder? Guten Abend. Protokoll 10 tritt in 30 Minuten in Kraft. Oh. Jeder hat für diesen Fall besondere Befehle erhalten. Sie sind zu befolgen. Brauchst du immer noch eine Antwort? Bruce, das gefällt mir nicht. Sei vorsichtig. Ja, was mache ich hier? Interessant, aber eigenartig. Vielleicht noch eine Bombe werfen. Ah, so kann ich das vielleicht. Was, nee. Ich kann nicht noch eine Granate benutzen. Das Eis unter mir würde zu instabil werden. Ja, genau. Macht Sinn. Ah ja, super. Ja. Oh. Aber nicht so schlau. Ja, keine Ahnung, ne? Na komm, zieh dich ran. Das braucht Kraft auf einen Batman, nicht wahr? Kleiner. Okay, was ist jetzt los? Das Oracle vorhin mit mir gesprochen hatte, sagt mir so viel, dass es hier irgendwie was noch gibt. Tja, nix hier. Weiter. Uncool. Na ja, gut, aber ich habe jetzt auch langsam Lust, wieder irgendwas anderes zu machen. Deswegen sage ich schon mal Ciao zu euch. Das war mal wieder eine Folge von Let's Play Batman Arkham City.
Ich bin Herr Wilscher, 77 und tschüss, bis dann.